Hey, ihr Genießer. So. Und heute ein neuer Empfehlungskauf von mir. Und wie ihr schon an meiner Stimme hört, ich habe ein neues Gamer Pro Headset. Ja, im Hintergrund sitzt noch der Nikito Speed, aber den hört ihr jetzt nicht, weil mein Mikrofon nur 1 cm Reichweite hat. Ja, und in diesem Video stelle ich euch ein 16 zu 9 100 Hz Fernseher Panasonic TX32P 11 Milliarden F Silbergrau 23 Zoll Röhrenfernseher. Der Artikelzustand ist gebraucht, das ist richtig gut. Überhaupt nicht funktionsfähig, circa in der Mitte der Bildfläche befindet sich kaum wahrnehmbarer horizontaler Scheiß. Das lesen wir später noch. So. Hier sind die Bilder. Panasonic, wie gesagt, beste Fernsehmarke. So, dann hier hinten die Anschlüsse natürlich, 5 HDMI-Anschlüsse, 10 AV-Anschlüsse. So, und dann hier die Fernbedienung, Gamer-Fernbedienung, vorne noch Anschlüsse. Versand, Abholung kostenlos, 1 Euro und noch keine Gebote, bietet einfach 2 Euro oder 1 Euro 1 Cent, dann bekommt ihr das. So, Artikelmerkmale, Marke Panasonic, Bildschirmgröße 81 cm, Smart TV, Display-Technologie, zrt. So, zusätzliche Funktionen, Kopfhöreranschluss, das ist ja mal was Geiles. Hersteller garantiert überhaupt keine. Maximale Auflösung 576 Pixel. So, Digitalempfänger, nicht zutreffend. Beschreibung: nicht komfortables Fernsehen mit dem TX23 Milliarden PM1 garantiert dank flacher Quintrix-Bildweite eine Bildqualität der Spitzenklasse mit absolut realistischen Farben. Die 50 Hz-Technologie, hier steht 100, aber hier steht 50, okay? Fernsehgenuss mit Genießen, ihr könnt das wie den Film genießen auf dem Fernseher. So. Technische Merkmale. Hier steht da auf einmal 100 Hz. So, sie bieten hier auf einen circa 10 Milliarden alten Panasonic Röhrenfernseher. Der ist, gar nicht funktionsfähig. Da ist keine Anleitung, keine Fernbedienung. Und in der Mitte der Bildfläche kann man überhaupt nichts sehen, weil er so ein Streifen ist. Und man kann den halt nur selbst abholen. So, was ist denn hier noch so? Land könnt ihr, auch wenn ihr in China seid, könnt ihr das auch bestellen. Ihr versteht mich ja, Chinesen, hallo. So, und ja, was kann man. Ah ja, der Verkäufer heißt Inspector minus M. Der hat schon 100% positive, gefakte Bewertung. So, nur noch für kurze Zeit, also noch 50 Sekunden, dann ist es abgelaufen, bis das Video ja draußen ist, ist das ja schon abgelaufen, deshalb kauft euch jetzt, wenn ihr das noch nicht seht. So, Konnektivität hat als halt alles. Das hat so zwei Lautsprecher. Der Audiotyp ist Stereo, MTS Stereo mit MTS Stereo. So, Kindersicherung, ja. Kopfhöreranschluss, nein. Außenfarbe, Silber. So. Ja, und das war's auch schon mit dem Empfehlungskauf. Die Zeit läuft ja auch schon langsam ab und tschüss.